So, Julio.exe, Digga. Dann schauen wir da hier mal ganz was rein. Auf geht der Hase. Moin, 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 Leute. Ich glaube, das haben wir schon gesehen, Leute. Baba Intro, Digga. Baba Intro, ich fühle es. Ich denke, du bist richtig. Freut mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Au, Bro, ich habe letztens auch auf Twitter einen ganz unangenehmen Clip mit Willi Wills Wissen gesehen, wo er sich über Leute lustig macht, die im Rollstuhl sitzen und nicht laufen können. Das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt, Hände hoch, Geld her, dann. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, Willi. Das Kind wird abgetrieben und fertig. Also das. Ganz einfach. Euer Plan wird hier nicht aufgehen. Junge, what the fuck? Ey, die sehen echt nice aus, muss ich wirklich sagen. Die Vögel sehen nice aus. Digga, welche Vögel sehen nice Und ich aus? sag mal so, auch wenn ich welche als Haustiere hätte, ne? Ich wäre immer gut zu Vögeln. Justin. Justin, das ist wirklich sehr unangenehm und ich möchte, dass du dich für diese absolut sexistische Aussage bitte entschuldigst, ja? Ganz dringend. Auf eine neue Roomtour natürlich, ganz klar. Der lustige Justin an der Stelle. Danke. Sau witzig, Justin, wirklich. Sau lustig. Digga, wenn jetzt ein Jumpscare ist, ich mach Stream aus. What is that? Ach, Digga. Ja, Bro. Wenn meine Mutter meinen nicht gelöschten Suchverlauf sieht. Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das für ein Clip von Trimax, Digga? Was ist da passiert? Hat er seine Ergebnisse von BMI-Messung bekommen oder wie? Kurz auf Bodyshame angelehnt. Oh mein Gott! Raus jetzt! Das letzte Mal raus! Hm? Sofort! Das ist mir egal. Raus! Das zeigt hier keine Aussage, raus! Keine ist. So ein Ding ist das nämlich. Wirklich, ich hatte Lehrer auch. Da bin ich auch nicht, da bin ich nicht rausgegangen. Da bin ich nicht rausgegangen. Da bin ich einfach stehen geblieben und gesagt, es ist mir egal, was sie sagen. Ja, gab's dann wieder Ärger mit der Schulleitung. Raus. Alles klar, Bro. Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Was glaubst du denn, wer hier vor dir steht? Ich kann das nicht. Ich kann das. Wenn du vor Jobcenter auch behindert tust, um nicht zu arbeiten. Digga, das ist so relatable. Das ist so relatable, weil ich glaube sogar, dass Simon im ersten Jahr in Köln genau das nämlich gemacht hat, Alter. Genau das. Steffen, nein! Wilder Bart, Bro, wilder Bart. Steffen, danke. Jetzt hast du mich. Perfekt. Auch so dumm, darfst keine Kaugummis kauen im Unterricht. Digga, wenn ich will, lutsch ich Schwänze im Unterricht. So ein Ding. Ach, ist egal. Annäherung an einen unheimlichen Ort. Das Essen im Kühlschrank gehört mir, niemand berührt es. Ich nach 10 Minuten, wenn sie schlafen gegangen ist. Chata, wenn er isst. Traum, Traum, Traum. Ja, Mann, Bro. Gönn dir rein, die Baklava. Ich hab gestern schon den Müll rausgebracht und heute mach ich nicht Walla Night. Walla Night. Ich will die Dinge auch kümmern. Hast du verstanden, was ich sagen will? Ja. Es darf diesmal wirklich nichts schief gehen, Mann. Hier, das ist für dich. In meinem Bühnenshow, wo ich bestellt. Bitte, einer fällt hin, bitte. Ich sah dir ins Gesicht. Ja! Geil, geil! Machen wir mal so davon, Alter. Die hat mich angeguckt, voll süß, aber ich bin schüchtern so, nein. Ah, was wie? Wenn er kleckert.
Machen es auf jeden Fall viel, viel schmutziger als ich. Okay, ordentlich Ketchup. Ja, aber ordentlich Ketchup so drauf. Viel du? Ich bin schon oft kontaktiert worden mit Leuten, die das praktizieren, ja. Aber selber distanziere ich mich natürlich vom Marihuana-Konsum. Ich nehme nur Heroin, genau. Ja, aber... Ja, kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Aber... Ruth, Alter. Darauf wartet man, oder? Holy shit! Ivan, dürfte ich das mal ausprobieren? Oh je. Naja, wollen wir es mal probieren. Klasse! Digga, Willi will's wissen, ganz weird. Hallo, ihr Klappspaten da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Gebe euch einen kleinen Tipp. Runter vom Sofa, raus die Natur genießen. Es ist einfach geil. Also, tschö. Bro, perfekt, du sagst es. Ich fahr nach Hause, pass auf mich. Was soll ich ausmachen? Es ist ein Vibe. Na komm, da müssen wir noch mal ganz kurz bei Jesus von Nazareth müssen wir auch noch mal reinschauen, Leute, was soll's. Ah, die haben wir schon gesehen, können wir nicht machen.